Hallöchen und willkommen zurück zu Super Meat Boy! Super Meat Boy ist einfach nice. Kann einen in den Wahnsinn treiben, also ungefähr so, wie der Planet da gerade aussieht. Ungefähr so sitze ich auch manchmal hier. Aber gut, gucken wir mal, was hier als Intro drin ist. Oh Gott. So geil. Right. Die Zeugin oder der Zeuge. Na gut. Machen wir es halt ohne Wand. Vielleicht sollten wir es mit Wand machen. Aber das ist der schnellste Weg, ne? Naja. Oh, jeez. Wie willst du das denn hinkriegen? Oh. Ja, mit Wand ist es gerade ein bisschen ungewohnt. Ganz oben an der Kante ange... Oh ja, das war... Das war klar. Okay, versuchen wir... Das mal so. Oh nein, verdammte Axt. Ja, ja, das ist keine Axt. Das war billig. Woo! Na, hat schon jemand meinen Tod gesehen? Ich übrigens auch. Boah, wie willst du denn da? Nice. Das sieht von den Timings immer krasser. Oh ja! Oh nein. Da war ein Warp. So ein Teil. Das geht hier noch so weit weiter. Fuck. Aber die Warp-Sound, die holen wir uns, würde ich sagen. Die holen wir uns. Komm. Komm. Yes. Ist klar. Intriguing. Damn it. Sagen wir von unten oder von oben? Ja, eigentlich von oben, ne? Okay. Ah, ich dachte, ich bin da um einiges schneller, aber... Das war nicht so ganz der Fall, ne? Ah.
Mist. Ja, nee, puff. Warp Zone! Neuer Versuch, komm. Wenn wir nicht mal das erste Level von der Warp Zone schaffen, was will ich dann in der Welt? Oh, crap. Ja, toll! Nein, das ist doch so easy. Komm schon. Reiß dich mal zusammen, Meat Boy. Du hast schon ganz andere Sachen gelöst. Rage Zone. Rage Zone. Oh, ganz schön spät. Ah, du bist auch ein... Oh. Ach, ich hätte noch ein bisschen warten dürfen. Wow. Der war knapp. Yep. Also, willkommen in der ersten Folge, die nur aus der Warp Zone besteht. Mehr oder weniger. Peinlich. Oh, es wäre weniger Rage, wenn ich mir irgendwelche Komplettlösungen anschauen würde vorher, wie man irgendwas machen muss. Aber erstens bin ich dann demotiviert und zweitens will ich mich auch nicht spoilern lassen. Demotiviert, weil das bei mir nie so geil aussehen wird. Fuck! Okay, tschüss, Warp Zone. Was ist das denn jetzt schon wieder? Okay. Das ist sehr seltsam. Das ist hart. Ja, danke fürs Nicht-Auffangen. Okay. Das introduced nur diese Mechanik. A+ hätte ich es nicht erwartet. Habe ich auch nicht verdient. Oh. Ich dachte, die Säge ist weg. Wow, Scheiße. Ja, danke schön. Na toll. Was will ich jetzt hier noch machen? Schaffe ich das da hoch?
Nee. Für irgendwelche Supercracks wäre das vielleicht möglich, aber... Es ist da oben das Pflaster wäre. Okay, ich dachte mir... Okay, einfach nur Vollstoff geben. Nice. Vollstoff durch und dann ist gut. Gar nicht mal so viele Meaties gebraucht, aber ja, doch. Nice. Das ist böse. Du bist dann quasi zum Handel gezwungen. Jeez. Mehr oder weniger Quicktime-Event, ohne dass dir das Quicktime angezeigt wird. Oder das Event. Was auch immer. What? Muss man da vielleicht zwischendrin Pause machen? Ist das möglich? Na, mal ausprobieren gleich. Oh, come on. Weil das am oberen Ende noch so ein bisschen langsamer wird, ne? Deswegen springe ich da manchmal so früh. Oh, wie gemein, dass einen das auch noch in die Kreissäge drückt. Okay. Ich muss da oben durch, ja? Ja, auch nicht schlecht. Das heißt, zwischenlanden, schön und gut. Holy fuck. Mann. Oh, und da geht's dann auch noch weiter rüber nach links. Ist klar. Bin gerade ein bisschen weniger quietschig unterwegs. Einfach weil ich was gegessen habe. Oh Mann. Oh fucking damn it. Oh man. Die Wiederholung wird die blutigste, die wir bisher hatten. Die Hölle wird extrem vollgestopft sein mit Meat Boy Leichen. Oh nein, du bist doch ein Scheißkerl. Du bist doch ein Brownie. Ein Brownie sondergleichen. Mann. Dass mich das nicht oben hält. Dass mich das verdammt nochmal nicht oben hält. Mann! Kriegt man ganz am Ende irgendwie eine Übersicht, wie viele Versuche man pro Level gebraucht hat? Das wäre nice. Auch zum Vergleichen. Fängt schon wieder an. Fängt schon wieder an! Oben bleiben, oben bleiben! Oben bleiben, du Sack! Nee, das
Das funktioniert nicht. Ah, so vielleicht echt außen rum und links. Oh. Ich weiß es doch nicht. Mann. Also wie viele Level ist das jetzt? Das dritte. Wir sind schon eine Viertelstunde drin. Ich weiß nicht, ob das so gemacht werden soll. Was war das denn? Okay, da bin ich jetzt gerade komplett hochgerutscht. Bei dem anderen nicht wirklich. Ach Gott. Aber kann schon sein, dass das irgendwie so gemacht werden soll. Sonst wäre nicht so viel Platz unten zum Wiederauffangen. Wow! Da hat sie mich ja komplett durchgelassen. Das habe ich vergessen zu hüpfen, ne? Nee, das hält mich nicht aus. Oh doch, oh doch, oh doch. Nein! Das war so gut. Das war so gut. Oh, du Sausack. Okay, Wiederholung. Oh Gott. Die Armen. Die Armen. Oh Gott, einer nach dem anderen. Oh. 13,5 Sekunden sollen wir dafür brauchen, ja? Ich habe auch nur 23,5 gebraucht. Passt. Jetzt echt noch mit Lasern und so ein Gedöns? Ach ne, das sind Knöpfe. Ach, und das geht dann nach einer Zeit wieder zu? Ach so. Oh, das hätte mich eigentlich töten können, ne? Toll! Wie kommt man? Wie kommt man zum Pflaster? Muss man das extra gut timen? Warte mal, wir holen uns erstmal unsere Freundin. Natürlich nicht immer vorgegen mit Zeit. Ach, jetzt habe ich. Na egal. Was ist da jetzt aufgegangen? Ach so. Wuhu! Geht das mit den Schlüsseln? Haben wir hier vielleicht einen Hintereingang? Nein? Na super. Ach, den hätte man vielleicht in der... Könnte man den in der Luft abfangen? Ja, das ist immer noch der falsche. Es ist der... Immer diese Blind Charms oder Blind Drops.
Und das ist dann einfach verloren, ja? Na, tolle Wurst. Beim ersten kannst du wenigstens noch nach unten und dir den eventuell holen, ja. Aber den musst du... Vor allem, den siehst du ja nicht. Beim ersten kannst du es ja noch... Kannst du es visuell nochmal abschätzen, aber hier? Toll. Das war doch sowas von knapp. Was? Oh, come on, ey. Ist doch nicht dein Ernst. Oh, da ist sogar ein Warp-Hole gewesen. Sollen wir einfach mal zum Warp-Hole gehen? Ach. Natürlich brauchen wir den Schlüssel, um da durchzukommen. Wow. Da musst du wirklich alles perfekt treffen. Oh. Ich hätte nicht abbremsen dürfen. Mist. Ich will das... Na, egal. Oh, leck mich. Mann. Oh, nice. I wanna be the guy. Ach du Scheiße, das ist auch ein höllisches Spiel. Nein, das ist ein Level von I wanna be a guy, oder? Oh, I wanna be the guy. Ach du Kacke. Wie? Wie soll man... Was? Willst du den denn bitte schön? Was? Wie willst du denn den ersten Drop überleben? Hä? Kann sich der irgendwie anders an der Wand festhalten oder? Ist das so eine ganz kleine Kante, an der man stehen kann? Das ist so meine einzige... Das ist mein einziger Anhaltspunkt. Dass die Hitbox...
genau da an der Kante nicht ganz exakt ist, aber es scheint mich da... Oh, er hat einen Doppelsprung. Ja, das muss mir auch mal einer sagen, oder? Na, super. Ast rein. Toll. Ah, ja. Mhm. Oh, shoot. Gesehen, dass ich da immer ein bisschen weiter abgerutscht bin. Oh. Damn. Was zum Fick? Wieso gehe ich denn noch in diese Rap-Songs rein, ey? Aber mal eine Warp-Sound, wo du nicht hier drei Leben hast, das wäre ja... Stell dir das mal mit drei Leben! Mann! Komm schon, ey. Mist! Leck mich mit der Warp-Zone. Alter Lachs. Verdammte Axt. Ist der jetzt da eigentlich auch hier mit dabei? Nö, nur bei der Warp-Zone. Jeez. Ach du Scheiße, stimmt ja. Das haben wir noch gar nicht zu Ende gemacht. Ja, easy. First try! Oh Mann. Yep. Aha. Ja. Ist klar. Gut, man kann hier noch hüpfen. Oh, weil das nicht immer eine gute Option ist, glaube ich. Schick. Nein, ich hätte nicht hüpfen dürfen. Mann. Was zum Räudigen? Oh. Mitte wäre sicher gewesen, na danke auch. Scheiß am Ende, den man das ganze Spiel schon macht, ne? Und dann sowas. Mann. Und der andere hat doch für A-Plus gereicht? Ja, moin. Wer bist du denn? Fuck, wo bin ich? Wie habe ich es denn geschafft, über die Kreissäge zu kommen?
Wow. Das war purer Zufall. Ich habe die Kreissänger da nicht mal gesehen da oben. Lassen wir nochmal gucken. Vor allem Second Try. Okay. Wow. Warte mal, muss man? Ach, warte mal, die kann man doch bestimmt. Oh. Oh! Ich dachte, da wären alle gekommen. Okay, ich muss gar nicht hüpfen. Wieso übersehe ich denn immer einen? Krasses Level. Also kurz zur Karte gehen. Okay, wir sind auf 11 von... Ja, 10 haben wir hinter uns. Von 20. Wir haben eine halbe Stunde. Machen wir nächste Folge weiter. Mach's gut, bis dann und ciao.